Herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Requiem. Achtung, ich ziehe! Weiter! Das wird bestimmt laut. Wirklich laut. Wir sollten weiter. Ja. Ist niemand aufgefallen. Vorsicht, es geht runter. Ja. Da ist die Festung. Gut. Warum kommen die Sklavenhändler nicht im Traum vor? Träume zeigen selten die ganze Wahrheit. Aber der Traum hat mich belogen. Wir sollten hier geheilt werden. Was uns die Träume nicht geben, nehmen wir uns. Das ist anstrengend, aber so ist das Leben. Aber ich kann immer noch nichts machen, nehme ich mal stark an. Gut, dann an die Arbeit. So, da stand ich drauf. So viele habe ich nicht. Habe ich auch nicht. Ja, und damit wären wir dann ganz schnell durch. Ich sage, ich kann wahrscheinlich nichts machen. Da können wir hoch. Oh, scheiße. Ist schon gut. Es wird schnell gehen. Zur Hölle mit dem Scheiß. Hast du ein Problem, Diaz? Naja. Diese Viecher tauchen auf, um uns zu fressen. Unsere Sklaven entkommen. Und du tust was? Du verschwendest, was uns bleibt, an eine Frau, die irre ist. Falsch. Wir arbeiten nicht mehr für die Gräfin. Es ist alles im Gemälde. Die Ratten, sie kündigen die Ankunft des Sohnes an. Und wie hungrig sie sind, oder? Also ganz einfach. Wir verwöhnen sie, wir verwöhnen das Kind und werden neben dem Thron Platz nehmen. Und der Graf wird sich vor uns verneigen. Und die Welt wird folgen. Dann sag mir, wie viele werden zu Rattenfutter, bevor wir dieses Kind sehen? Du hast nicht genug Vertrauen. Und du hältst einfach nicht dein blödes Maul! Noch jemand? Fantastisch. Beginnen wir. Das Blut weist dem Sohn den Weg zur Kapelle. Unser lieber Diaz darf den Anfang machen. Diese Wahnsinnigen. Wir müssen ihnen helfen. Es ist zu spät. Ich halte sie auf. Hugo, du darfst nicht einfach Leute töten. Wieso? Du tust das auch immer. Weil... Und ich töte viel schneller als du. Du wirst niemanden einfach angreifen. Du hörst auf mich und tust, was ich sage. Ist das klar? Ist mir egal. Sie werden doch sowieso alle sterben. Hugo! Was zur Hölle? Ja, ganz Unrecht hat er ehrlich gesagt nicht. Hugo! Was war Laufen das? Kann ich leider auch nicht. Das ist verrückt. Du hast nie erwähnt, was? Dass mein Bruder die Ratten beherrscht und ihnen befiehlt, Menschen zu fressen? Du wärst davongelaufen. Und ich wollte das nicht. Ja, es war falsch. Aber ich dachte, wir hätten hier eine echte Chance. Ich dachte, du würdest uns nicht so sehen müssen. Geh... Und rede mit ihm. Ich brauche einen Moment. Ich verstehe. Hugo, ich weiß, du bist wütend. Du wolltest nur helfen. Aber jemanden zu töten, selbst böse Menschen. Sie sind wie die Inquisition. Wie Verdor. Sie machen mit anderen Menschen, was sie wollen. Und manchmal zwingen sie uns zu handeln, ja. Aber überlass mir bitte diese Entscheidung. Das alles ist nicht fair. Ich weiß.
Aber alles endet, sobald wir herausfinden, wie wir dich heilen können. Komm, entschuldigen wir uns bei Sophia. Aber rotig hier. Sophia? Sophia, es tut mir leid. Mir auch. Ja, gut. Gehen wir weiter. Okay. Sophia, geht's dir gut? Ich muss das sacken lassen. Ja. Ratten? Ja. Also, ein Seil habe ich gefunden. Ach, da hinten. Okay. Ziemlich weit weg. Und ich komme nicht rauf. Achso, muss ich hier. Das ist aber auch manchmal dämlich gemacht. Man steht quasi schon direkt davor, man kann es aber trotzdem nicht nutzen. Ich glaube, ich habe was gefunden. Was ich aber sehr gut finde, dass zumindest kein Pfeil verschossen wird in so einem Moment. Weil wir haben jetzt nämlich leider wieder keine mehr. Und die sind doch sehr, sehr gut gegen die gepolsterten, wollte ich gerade sagen. Gegen die gepanzerten Typen, ne? So, mal schauen. Da können wir hin. Da war wohl auch jemand festgefunden. Oh Gott. Was war das? Am Baum haben sie Sklaven festgekettet. So gehen sie vor. Seht! Ist das eine Stoffpuppe? Hier war also ein Kind. Bezaubernd. Ein Kind als Sklave? Geht das? Nein. Oder? Tut mir leid. Sie nahmen ihnen die Puppe weg. Leg sie besser zurück. Er konnte sie nicht mal mitnehmen. Vielleicht ist das Kind entkommen. Das ist es, was zählt. Ja. Komm, Hugo, gehen wir. Ja, aber mal ganz ehrlich, wer glaubt dran, dass bei diesem Chaos ein Kind entkommen ist? Aber schön, dass wir eine neue Erinnerung haben. Ich sehe gerade allerdings was anderes. Ich muss mal eben kurz was ausschalten. So, da bin ich wieder. Heute ist irgendwie Tag der Unterbrechung, ich weiß auch nicht. Wir vielleicht eben mitbekommen habt, ist nämlich eine Nachricht hier reingekommen von Steam selber. Und das hatte ich natürlich alles schön ausgeschaltet im alten PC. Und den ganzen Kram muss ich im neuen PC wieder ausschalten. Das ist ja ein bisschen nervig, aber kommt man halt nicht drum herum. Und bevor ich das dann... Achso, da, oder? Da können wir, glaube ich, runter. Und bevor ich das dann vergesse... ja, ist jetzt nur die Frage... Was bringt uns das jetzt? Also wir sind jetzt dadurch an Erinnerung rangekommen. War da hinten noch was offen? Ich meine nicht, oder? Achso, doch, da könnten wir durchlaufen. Ah. Wobei Laufen vielleicht falsch ausgedrückt ist. Oh Gott, nein. Melos Werk. Er meinte, das Blut würde dem Sohn den Weg zur Kapelle weisen. Da drin ist also was. Das macht mir Angst. Mir macht eher Angst, dass da jetzt wahrscheinlich wieder Leute kommen. Was ist das? Das geht. Wie lange müssen die Leichen nachher rumhängen? Sie sind hier. Bleibt unten. Bis die Ratten wiederkommen. Und danach der Sohn. Ach, das könnte ewig dauern. Nein, dieses Mal klappt es. Och, die nee. Ratten sind hier. Das ist in all den Jahren zuvor nie passiert. Milo tut alles, um es zu schaffen. Und das zu Recht. Das ist Wahnsinn. Finden wir Elia und die Kapelle. Die Arme hatte keine rosige Zukunft vor sich. Der Typ ist jetzt irgendwie weg, aber der andere dreht er sich jetzt um. Gucken wir nicht. Gehst jetzt nicht zu mir hier, oder? Stücke sind immer gut. Ich hätte allerdings ehrlich gesagt gerne einen Pfeil gehabt. Da ich immer noch keine habe. Wo
Der Typ ist jetzt rechts von mir. Da hinten links könnten wir uns so rein theoretisch du verstecken. Du weißt, was uns in der Festung erwartet, oder? Ja. Der Typ war doch nicht rechts von mir, so wie es aussieht. Ist das jetzt ehrlich gesagt zu heikel, da was mitzunehmen? Oh, hier wird es ja noch schlimmer. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Dann stelle ich wohl doch mal lieber wieder auf Abwehr. Da oben wäre noch was gewesen, ob wir da weiter können. Ich schätze, wir müssen eigentlich hier rum, aber der Typ, der... Melo meinte, er arbeitet für die Gräfin. Sie und der Graf gaben ihnen wohl diesen Ort. Ein Stück Land und das Recht, Leute zu verkaufen. Dafür bekommen sie einen Teil des Geldes. Ja, schmutziges Geschäft. Los, hoch da! Aber hier ist es nicht wirklich besser. Der Typ steht da immer noch. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da unten rumschleichen kann. Und da hinten ist einer, der guckt doch in die Richtung so blöd. Und der hier vorne kommt auch irgendwann mal hier rum. Kommt der nochmal? Ach, der läuft dann noch ganz nach rechts. Oh. Es stinkt so sehr. Ja, wie halten Sie diesen Gestank nur aus? Der scheint sich jetzt irgendwie gar nicht mehr zu bewegen hier. Dafür steht jetzt der andere Typ hinten mitten im Weg. Oh, jetzt kommt er. Hä? Lektion erteilt. Den werde ich nicht vermissen. Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Hä? Bist du noch bei uns? Hey! Hallo, ich hab Y gedrückt. Hier ist eine Leiche! Findet den verdammten Mörder! Moment, das war jetzt aber der von unten. Das heißt, der ist jetzt weg. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Was für ein Gemetzel. So viele wurden getötet. Achtung, Eindringlinge, bewegt euch! Schnappt sie euch! Okay. Alles, wo guckt der jetzt hin? Der läuft jetzt... Ah, das ist der andere, oder? Oh, Leute, ist das euer Ernst? Ich hasse sowas. Du sollst nicht nach hier gucken. Da kommt der nächste oder ist wieder was, was ich brauche? Ich gehe mal weiter. Genau, geh du mal weiter, aber stell dich nicht wieder da unten so dumm hin. Ich befürchte allerdings, das wird er jetzt machen. Hier ist nichts. Nein, da wollte ich gerade schnell hin. Geh weg. Könnten sich da drüben verstecken. Wer war das denn jetzt? Hier ist nichts außer Gras. Boah, jetzt kommt der da hinten natürlich auch noch mal hier geschlichen, wenn der hier mit dem Rücken zu uns steht. Das war so klar. Na komm schon. Lauf doch einfach mal weg von mir. Ich sagte weg, nicht direkt auf mich zu. Guck doch mal in der anderen Ecke. Was hältst du davon? Warst du schon dreimal hier? Hier ist keiner. Geh weg.
Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich oben schnell das schnappen soll. Ich frage mich, was Milo wirklich über den Sohn weiß. Was er weiß, ist falsch. Der Sohn ist ein Hoffnungsschimmer für Irre. Kann rein gar nichts finden. Irgendeiner da hinten habe ich gerade gesehen. Genau, Zeitverschwendung. Deswegen alle wieder zurück auf eure Posten. Ich würde den einen vorher gerne noch abknallen, der da hinten rumläuft, aber... Je weniger einen sehen können, umso besser natürlich. Schauen hat keinen Sinn. Du bist ein guter Mann. Oh fuck. Das habe ich gerade gesehen, glaube ich. Jetzt müssen wir irgendwie nach gegenüber reinkommen. Das Problem ist... Wie kann der Rest der Insel einfach feiern, während das hier vor sich geht? Sie wissen nichts oder es kümmert sie nicht. Dieser Milo hat wohl komplett den Verstand verloren. Nein. Nein, hier ist keiner. Nein. Ich würde mich ja gerne hier umschauen, aber... Ich hab da schon ein bisschen Panik gerade, dass ich dann entdeckt werde. Der da oben hat mich gesehen. Ach du Schande. Also wenn der mich hier schon sieht. Eieiei. Oh. Keine Spur von ihm. Ablenken, ablenken. Das müssen Sie gewesen sein. War das jetzt irgendwie eine Art von spontaner Selbstentzündung oder was? Der hatte doch keine Fackel in der Hand, oder? Wo bin ich? Achso, hier unten bin ich jetzt weg, okay. Dass ich unten bin, ist gut. Dass der Typ jetzt kommt, ist schlecht. Oh, da unten sind auch noch Leute. Vor allen Dingen habe ich extra auf Y gedrückt, damit der abgelenkt wird. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Bewegt eure Ärsche! Zeitverschwendung. Hier versteckt sich jemand! Fakta zu suchen! Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wo sind sie? Ah. Hier schleicht jemand herum. Findet ihn! Oh, nein. Geh woanders gucken. Sei ein braver Junge. Ein Messer habe ich noch zur Selbstverteidigung. Oh Leute, ernsthaft, warum sind hier so viele Wachen? Ich kann ja auch nicht ausschalten. Ich finde ja auch keine Pfeile. Und es muss ja eigentlich einen Weg geben. Ach, da oben ist... Nein, ne? Sehe ich jetzt erst. Boah, jetzt steht der natürlich direkt hinter mir. Könnten überall stecken. Genau, könnten überall stecken. Dann guck mich hier. Hier ist alles sauber. Och, immer wenn man denkt, jetzt ist endlich mal ein bisschen frei,
Dann kommt der nächste Idiot hier vorbei. Garantiert nichts. Wo sind Sie? Ich gehe mal weiter. So nicht euer Ernst. Ich meine, ich werde wahrscheinlich nur einen mega kleinen Zeitraum haben. Denke ich mal. Dein Ernst jetzt? Da hast du es endlich mal irgendwo hingeschafft und dann steht da einer direkt vor deiner Nase. Der ist aber jetzt rausgegangen, oder? Ist nicht da irgendeiner? Oh shit, hier komme ich gar nicht. Oh, hat die mich jetzt erschreckt? Oh. Aber ich denke mal, da hinten kommt so keiner rein, oder? Ist hier zu, ne? Ja. Das Problem ist halt, ich komme hier nicht durch. Moment mal. Oh. Ah, ihr seid sicher da. Ich sehe sie! Hier drüben! Sie haben uns gesehen! Dann lauf! Das war's! Bewegt die Leute! Das ist der letzte! Fahr die Brücke hoch! Los, die schnappen wir uns! Nein, hier sind keine. Haut ab! Alles ab! Wird gemacht! Vor allen Dingen ist das Tor zu. Wie soll ich denn jetzt da reinkommen? Von der anderen Seite kam ich nicht rein. Kann ich da unten runter? Achso, vielleicht. Na, das könnte. Problem ist der Typ da oben. Und in dem Fall jetzt gerade auch der Typ hier unten, weil. Oder beide Typen. Wenn die mich nicht angucken würden, dann könnte ich den besser. Ich habe gerade irgendeine Errungenschaft bekommen. Ich konnte es leider nicht mehr sehen. Leute, wenn ihr beschäftigt werdet, würde ich da runterlaufen. Ich finde euch. Die Frage ist nur, ist hier unten irgendwo eine Tür? Nee. Frage ist auch, sieht der Typ nicht, wenn ich da jetzt rumlaufe? Oh, jetzt geh mir aus dem Weg. Es bringt mir aber auf jeden Fall nichts, hier rumzulaufen. Das ist jetzt gerade mein größeres Problem. Und ich kann sie nicht alle ausschalten. Und ich denke auch nicht, dass das so gewollt ist, dass ich sie alle ausschalte. Kann ich da hinten rum? Ach, hier hätte ich auch runtergekommen. Okay. Gehen wir hier durch. Gut. Das Tanzen, die Musik.
Die Blumen. Hey, die finden wir. Hey, Hugo. Was? Ich weiß, es ist schwer, aber bleib bei der Sache. Ja. Dort kommen wir rein. Die Festung ist böse. Das mag sein. Aber wir sind noch zusammen. Stimmt. Geh sicher, dass im Wagen auch keiner mehr atmet. Die sind gleich davon. Die sehen alle ziemlich tot aus. Geh sicher. Die sehen alle ziemlich tot aus. Was war das? Achso, das war ein Baum. Ich dachte gerade schon. Hey, wer hat dich reingelassen? Amicia! Nein, nein! Ich mach dich fertig! Lass sie in Ruhe! Schätze, bitte. Jetzt sind wir quitt. Nimm ihn runter! Geht's dir gut? Danke. Verdammt, Drecksge! Amicia! Hugo, es ist vorbei. Ich konnte nichts tun. Schon gut. Du hast das Richtige getan. Uns machen lassen. Wir müssen weiter. Komm. Wie geht's dir, Sophia? Ich hatte mir versprochen, das nie mehr zu tun. Tut mir leid, aber ich bin froh darüber. Ja, gut. Versuch einfach am Leben zu bleiben. Mach ich. Gehen wir weiter. Nee. Dann mal an die Arbeit. Ich habe immer noch Hoffnung, dass wir vielleicht irgendwann mal genug haben. Wobei 90, das ist natürlich sehr viel. 55 ist auch sehr viel. 65. Naja, da brauchen wir noch eine ganze Menge. Dann würde ich aber trotzdem sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil das wird ja irgendwie immer länger. Und ich denke mal, dass ich die letzte Folge dann auch cutten werde, weil die jetzt auch schon fast eine Stunde läuft. Und ja, dass wir uns dann gleich, also nicht gleich, aber in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.